Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Factorio. In der letzten Folge haben wir festgestellt, es wäre vielleicht eine coole Idee, wenn wir die Monster hier noch so ein bisschen anlocken, ein bisschen mehr Dreck machen. Vielleicht haben wir Glück, dass irgendwo hier in dem Bereich nochmal ein neues Monster-Depot spawnt. Das kann man sich, glaube ich, auch anzeigen lassen irgendwie. Ach, lieber Gott. Nee, lassen wir mal lieber. Was ich aber jetzt unbedingt machen will und was ich euch unbedingt zeigen wollte schon seit mehreren Folgen, ist das Problem mit unserer Forschung beheben. Ihr wisst, wir haben nicht Advanced Material Processing erforschen können und deswegen können wir den ganzen Technologiebaum da nicht benutzen und Forschung machen. Deswegen müssen wir einmal in die Konsole gehen und das einmal von Hand fixen. Da sagen wir einmal, Game, ich möchte euch auch das zeigen, wenn ihr selber das Problem habt. Und zwar Game, a player, Force Technologies. So, und jetzt kommt die Technologie rein, die wir nicht haben. Das ist übrigens dann, das könnt ihr zum Cheaten verwenden, aber ich mache das jetzt nur deshalb, weil es bei uns nicht funktioniert hat. Das heißt, ich müsste quasi ein neues Spiel anfangen, wollte ich euch die Funktionen des Advanced Metal Processings zeigen. So, also Gameplayer Force Technologies Advanced Metal Processing sieht für mich richtig aus. Punkt. Und jetzt sagen wir, was es damit soll. Das ist ja Lua, ne? Also sagen wir damit Researched gleich True. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir jetzt in unserem Technologiebaum hier vorne Advanced Material Processing freigeschaltet. Und damit können wir jetzt die ganzen fehlenden Sachen bauen, die uns immer gefehlt haben. Unter anderem brauchen wir eine Sache ganz dringend sofort als erstes, nämlich den sogenannten, haben wir den schon freigeschaltet? Weiß ich gar nicht. Den sogenannten Metalldetektor. Damit erkennen wir quasi, welches Material hier, ja, welche Vorkommen sich in dem jeweiligen Chunk befinden und können die dann da entsprechend abbauen. Haben wir aber noch nicht erforscht, sollte man dann als nächstes machen. Und wir könnten eigentlich dann auch anfangen, langsam mal die weiteren Module und so weiter zu erforschen. Aber wir haben ja jetzt erstmal was. So, jetzt warten wir drauf, dass wir da weitere neue Technologie freischalten können. Ich würde sagen, was wir dann auch mal ins Auge fassen sollten, ist wirklich ein schnellerer Anzug für euch. Das ist ja nicht zum Aushalten, dieses lahme Gelatsche hier. Oh, das lag diesmal langsam Fließband. Haben wir denn eigentlich hier schon Zaun drum gedreht? Ja, also Abwehr haben wir ja schon. Und da kommen wir ja Monster angerufen. Ha! Sehr gut. Sollen sie doch kommen. Was wir auch ein bisschen im Auge halten müssen, wenn wir jetzt unsere Produktion noch weiter ausbauen, vor allen Dingen, was ich jetzt hier als nächstes machen möchte, sind dann auch Schaltkreise und die Sachen mit Kautschuk da oben. Das, ich glaube, den Kautschuk, den nehmen wir uns als erstes mal vor die Brust. Schauen aber mal kurz vorher, woran denn jetzt eigentlich hier unsere Forschung scheitert. Wir haben Fläschchen. Wir haben auch hinreichend Module für den ganzen Kram. Übrigens, hier hat jemand, glaube ich, gesagt, da fehlen immer die Kohle und so fehlt da drin. Das ist ja Absicht von mir. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hinreichend erwähnt habe. Ich packe dann immer mal ab und zu was neu da rein, wenn ich irgendwie was brauchen kann. So, Kupfer und, was wir gerade sehen, Eisen ist immer noch knapp. Da hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen dran rumverschlimmbessert. Und wir sehen, es mangelt nach wie vor an blauen Fläschchen. Jetzt gucken wir mal, was macht denn hier eigentlich unser neuer Wald. Denn da setzen wir nämlich dann auch sofort eine weitere Assembly Machine hin, die uns, ach lieber, jetzt müssen wir diese Module bauen. Das schenken wir uns mal. Erstmal lassen wir uns die Module bringen. Ich glaube, die haben wir nämlich im Logistiksystem. Welche sind das? Die hier. Dass wir da immer 8 Stück von haben. So, ja. Da ist jetzt geerntet worden. Und jetzt liegt hier drin Ditec Core, ne? Hier Resin. Und aus diesem Resin können wir dann wiederum wunderschön weitere Komponenten bauen, beziehungsweise in dem Fall werden wir das hernehmen, um daraus, da kommen auch meine Module schon angeflogen. Ich wollte gerade gucken, ob wir die überhaupt drin haben im System. In dem Fall können wir daraus wunderschöne weitere Komponenten bauen, die wir für den Bau weiterer Maschinen bauen. Deswegen sollten wir auch hier, ich überlege gerade, ob wir auch die Baumfarm selber automatisieren sollten oder ob wir das von Hand machen sollen. Ich glaube, wir sollten das von Hand machen, weil sonst macht er zu viel davon, oder?
Habe ich so, befürchte ich so ein bisschen. Naja, schauen wir mal. Also, als erstes brauchen wir eine Fabrik. Da nehmen wir mal so lange die hier, bis wir eine andere finden. War knapp, ne? Habe ich mir um eins verschätzt. So. In dieser Fabrik stellen wir her. Wo stellen wir es her? Na, wo bist du denn? Ich find's nicht. Haben wir es noch nicht freigeschaltet? Kann auch sein. Ach, der wird gebrannt. Okay, Robber wird gebrannt. Dann nehmen wir doch einfach hier einen Furnace MK1. Wir können auch da mal die neuen dann probieren, demnächst, wenn wir wieder unsere Versorgung so ein bisschen in den Griff bekommen haben. So, dann brauchen wir noch ein paar normale Very Fast Output Dingsbumser. Und ja, das hier ist übrigens die erste Staffel, ich glaube, ich habe es schon gesagt eingangs oder wieder vergessen zu sagen. Das ist die erste Staffel, die jetzt im Wechsel mit einem anderen Titel kommt. Ich habe ja das Umfragevideo gemacht, wo ihr mitbestimmen konntet, wie ich meinen Sendeplan ändere. Euch so ein bisschen mit ins Boot genommen, ne, bei den Problemen, die wir da so ein bisschen mit der Terminfindung haben. Und was sich herauskristallisiert, dass viele von euch denken, naja, man könnte jetzt hingehen und sagen, wir fahren die ganze Geschichte mit Factorio so ein bisschen runter, denn das Spiel hat ja immerhin schon über 200 Folgen auf dem Puckel. Und wenn wir da die Episode ein bisschen runterschalten, dann können wir auch häufiger was Neues zeigen, denn dann kommen ja auch neuere Sachen. Als hier den kaputt. Hm. Mach's mal lieber so rum, hä? Dann kommen ja auch neue Sachen. So, und damit da wir auch immer frische Samen haben. Na toll, jetzt muss ich doch noch einen Masten nehmen. Damit wir auch immer frische Samen haben, muss ich natürlich auch welche davon bauen. Das heißt, wir nehmen hier eine Fabrik noch hin und hier noch eine Kiste hin. Und da sagen wir ganz einfach, liebe Fabrik, du stellst mir jetzt die Samen her und packst die auch in eine Kiste. Da nehmen wir aber eine normale Kiste. Habe ich noch irgendwo eine? Nein. Muss ich eine Eisenkiste nehmen, weil ich kein Holz habe. Auch nicht schlecht. Aber ich habe genug Eisen. Also kein Problem. Und wenn da mal Monster kommen, dann wird das dann alles platt gehauen. So. Sagen wir mal, wir pflanzen das Feld ein oder zweimal an. Dann passt das hier. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Produktion von Raisin. Und ihr seht, das lohnt sich auch gut, das mit dem kleinen Bonus hier zu machen, den wir da drauf haben, denn dadurch kriegen wir halt mehr raus. So, das Feld kann nochmal neu anpflanzen. Advanced Material Processing ist unser Problem oder vielmehr, oder genauer gesagt, unsere Fläschchen. Da wollen wir nochmal schauen, dass das dann auch vonstatten geht hier. Produktivitätsmodul können wir maximal die Maschine 5 bauen, haben wir auch schon rausgefunden. Was allerdings cool ist, Produktivitätsmodule kann man natürlich auch ohne Ende, kann man die dann hinterher ausbauen. Das sollten wir vielleicht mal ins Auge fassen. Das war ja auch, glaube ich, eines unserer Ziele. Da müssten wir dann auch vielleicht dann hier das Ganze mit dem Rücklauf machen. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Aber vorher schauen wir mal kurz, ob wir noch bei den Fläschchen was optimieren können, bei den blauen Fläschchen. Da denke ich auch zum Beispiel an eine Verbesserung durch Module. Was brauchen wir denn, um das hier zu erforschen? Ups. 300 blaue Flächen. Ja, da haben wir nämlich genau das Problem. Die müssen wir uns noch erarbeiten. 300 Wissenschaftsflächen. Entschuldigung. Ich überlege gerade, was passiert, wenn wir jetzt hier schon überall diese normalen Module reinpacken. Obgleich wir ja hier unten schon die Stufe 2 Module bauen. Jede Menge davon. Und diese hier wir eigentlich gar nicht mehr brauchen. Die packe ich mal da rein. Weil, warum nicht? Wir brauchen dann einfach grundsätzlich weniger Material für unsere Fläschchen. Ohnehin habe ich ja den Eindruck, dass wir zu wenig mit Modulen arbeiten. Das gucken wir mal. Wenn ihr, wie ihr seht, da gibt es ordentlich extra Fläschchen. Aber es gibt natürlich auch extra Pollution. Brauchen wir vielleicht gar nicht da unten diese große Pollution-Fabrik bauen. Sollten vielleicht die Maschinen dann eher rannehmen, um weitere Modulfabriken zu bauen. Nämlich hier zum Beispiel Produktivitätsmodule. Denn ihr seht, da kommt schon bald für zwei normale Fläschchen kommt ein weiteres daraus. Das ist gar nicht mal so schlecht.
Da sollten wir uns auch das, die Option offen halten. Und ich würde fast sagen, wir machen dann hier bei den Modulen einen Schwenk und bauen die anders. Wir bauen die Struktur dieser Fabrik dann anders auf. Ich weiß es aber noch nicht. So, und da geht's auch schon schneller, seht ihr? So, und jetzt müssen wir nämlich das hier erforschen. Das ist Wireless, was die ganze Zeit nicht ging und was hier das erforderte und warum das nicht funktioniert. Und da kriegen wir hier diese Prospecting Devices. Und die sind dazu da, dass wir den Boden untersuchen und herausfinden, ob wir da entsprechend Materialvorkommen finden, die wir brauchen. Ist aber auch eine Sache, die auf lange Sicht wir jetzt gerade machen, weil wir müssen erstmal noch ein paar Aliens platt machen, weil wir noch für die Forschungsgeschichten dann, oder für das Bauen dieser ganzen Maschinen, brauchen wir auf jeden Fall noch weitere Alien-Artefakte. Die kommen auch gerade schon angelaufen, seht ihr? Sehr, sehr gut. Die kommen von alleine zu uns. Später werden wir dann auch mit Alien-Artefakten selbst dann noch so eine, ja, wie soll ich das nennen? Sammler bauen. Die Sammler sammeln die dann ein. Da brauchen wir gar nicht mehr hier rumzulaufen und uns in Gefahr zu begeben. Das ist dann auch vorbei. Ich hätte übrigens schon mal das Glück, dass wirklich ein Nest direkt vor meiner Mauer gespawnt ist. Das habe ich auch schon mal auf einer Map gehabt. Das war wirklich cool. So, haben wir denn hier schon eigentlich mal irgendwo angefangen? Nee, das Lava-Processing, das müssten wir in dem Zuge dann vielleicht auch jemand anfangen. Ja, also noch jede Menge Technologien zu erforschen. Aber wie gesagt, jetzt immer alle zwei Tage im Wechsel mit einem anderen Spiel. Ich vermute, es wird Fallout New Vegas sein, basierend auf euren Vorschlägen. Denn ihr als beste Community der Welt habt natürlich da ein bisschen mitbestimmt und habt ein bisschen gesagt, wie der Hase, wo der Hase langläuft. So, okay, also, so richtig viele neue Sachen haben wir jetzt nicht gesammelt. Aber Wireless entsteht gerade und da kann ich euch schon mal zeigen, wie das funktioniert. Und dann sollten wir wirklich rangehen und hier die Modulfabriken weiter ausbauen. Das heißt, ich werde dann erstmal Produktivität ausbauen. Ich frage mich gerade, wie wir das machen. Ob wir dann basierend von den Modulen dann hier eine neue Straße für jedes Modul bauen und die dahinter kopieren. Schauen wir mal. So, muss ich vorher noch irgendwas machen? Ja, eigentlich müsste ich das hier bauen, aber ihr seht, wir haben da keine Alien-Artefakte für. Dann Automation Stufe 6 ist natürlich auch sehr, sehr cool. Aber wir wollen jetzt erstmal hier sparsam werden. Wie viele Science-Packs haben wir denn jetzt überhaupt? Wenn ich jetzt die paar Kugeln noch einsammle, dann kämen wir vielleicht hin damit. Obwohl das auch wieder sehr knapp wird wahrscheinlich. Ah ja, genau, nach dem Eisen wollte ich noch gucken. Wir hatten ja eigentlich in der letzten Folge das Eisen ausgebaut. Auch da, ne, ist es denkbar, dass wir einfach da ein paar Module in die Öfen reinsetzen. Also erstmal bessere Öfen nehmen und dann Module in die Öfen reinsetzen. Ist alles denkbar, kann man alles machen. So, wir haben 210, glaube ich. Also es wird höchste Zeit, dass wir hier... Es wird höchste Zeit, dass wir hier 210 plus die hier, dann... Ja. Es wird höchste Zeit, dass wir da weiterkommen. 220. Okay, dann können wir also erstmal was erforschen, was uns da weiterbringt in dem Bereich. Also das haben wir jetzt. Jetzt können wir prospekten, das zeige ich euch sofort. Da kommen wir dann dazu. Wir könnten schnellere Fließbänder machen. Wir könnten die hier, geht auch nicht, die geht auch nicht, die geht auch nicht. Die könnten wir noch weiter erforschen, bringt aber auch nichts. Pollution Cleaning Modules. Ich weiß gar nicht, wie genau die funktionieren. Die sind sehr billig, die machen wir mal eben schnell. So, und jetzt zeige ich euch endlich was zum Bergbau. Also, wir können hier so ein Prospecting Device bauen. Und der Bergbau würde sich meines Empfindens nach idealerweise hier irgendwo ansiedeln. Weil wir hier schon, sagen wir mal, den ganzen Kram haben, den wir da in irgendeiner Form brauchen. Also Wasser, die ganzen Rohstoffvorkommensgeschichten. Warum geht es hier schon wieder nicht weiter? Ist eben ein Tank wieder voll hier, sehe ich doch schon. Welcher Tank ist voll? Welcher Tank? Heavy Oil? Nein. Oh, Petroleumgas ist voll. Na toll. Das, wo wir immer zu wenig davon hatten. Auch nicht schlecht. Haben wir noch was? Was? Gun Turret, Laser Turret, Damage können wir alles nicht machen, weil wir die Sachen nicht dafür haben. Das ist zu teuer. Ja, wir brauchen also diese ganzen Alien-Klamotten, das seht ihr schon.
Ja, forschen wir das mal eben. So, wir brauchen mehr Tanks für... So, haben wir's. Wo sind die Tanks wieder hin? Nehmen wir den hier so lange. Das ist auch mal was Schönes, dass wir dafür mal Tanks brauchen. Extra Tanks. Und nicht immer zu wenig davon haben. Bauen wir mal einfach hier so eine Tankecke hin. Viele haben auch geschrieben, ja, eigentlich hätte ich fast alles genauso gemacht wie deine Fabrik wie du. Allerdings nicht so viele Pipe-to-Grounds. Naja, das ist Geschmackssache, ne? Das kann man so oder so sehen. So, was wir dann auf jeden Fall auch brauchen. Jetzt ist das Gerät hier fertig. Ist eine Wiederaufladestation für das Gerät. Keine Ahnung, wo wir die schon wieder bauen hier. Also die hier cleanen nur die Pollution. Das ist natürlich auch, die brauchen wir im Moment noch nicht. Antennen brauchen wir nicht. Werden mit dem Teil sofort gebaut, wenn wir das brauchen. Und wir können jetzt auch hier die neuen Maschinen dann auch bauen. Das ist sehr cool. Ja, da ist der Charger. Müssen wir uns merken, wo wir den hinstellen. Ich würde sagen, irgendwo nach unten. Wir erforschen mal weiter. Und zwar, wenn wir da noch ein bisschen was reinbauen wollten. So, das funktioniert jetzt wie folgt. Ich habe hier ein Prospecting Device. Ich habe jetzt ein Gerät in der Hand, das hier, was ich gerade gezeigt habe. Und was wir suchen, ist ein Vorkommen von Bauxit. Bauxit ermöglicht uns, das wisst ihr natürlich, Aluminium herzustellen. Und wir klicken erstmal hier. Cassiterit brauchen wir nicht. Kohle. Das ist cool, aber brauchen wir im Moment auch noch nicht. So, und die Bauxit. Hier hatten wir zum Beispiel Bauxit. Da stellen wir einfach mal eine Ampel hin, dass ich das nicht... Gut, das geht nicht. Dann stelle ich hier einfach mal einen Bauplan hin. Das geht natürlich auch nicht. Stelle ich einfach mal hier... Was stelle ich denn hier hin, damit ich dann mir das merken kann? Was stelle ich... Ja, guck mal, stelle ich hier den Aufladegerät hin. Also hier hätten wir Bauxit. Und das können wir prospekten. Allerdings können wir da noch kein Prospecting-Device bauen, weil wir noch keine Herstellungsmöglichkeit dafür haben. Dafür brauchen wir nämlich dann die Advanced Alien Machines oder die Advanced Alien Production Machines. Die müssen wir erst entwickeln. So. Was haben wir noch, was wir erforschen können? Hier die nächsten Solarpanel können wir erforschen. Charakterlogistik können wir erforschen. Alles andere ist jetzt schon Stufe... Wir brauchen Alien-Artefakte. Hier, da kriegen wir die Maschinen. Und in denen können wir dann zum Beispiel bauen die Artefaktkollektoren und sowas alles. Und in der nächsten Stufe dann können wir dann hier die Underground Mining Drills und so weiter bauen. Also das ist jetzt der Weg, der kleine Fahrplan, den wir jetzt ja, auf uns zukommen haben. Wir könnten einfach mal hier das Railway-System weiter erforschen. Dann hat die Fabrik auch was zu tun. So, ne, das ist ja relativ knapp gewesen. Module, wie gesagt, können wir noch nicht. Aber wir können schon mal vorsehen, was wir dann brauchen, wenn wir weiter Module bauen. Wir müssen uns aber jetzt mit den Aliens befassen. Wir müssen da echt mal... Können wir denn eigentlich unseren Anzug schon aufbessern? Wir haben noch gar keinen. Wir bauen jetzt erstmal den normalen Anzug. So, was macht unser Öl? Das ist natürlich auch, die Tanks sind voll, das ist sehr gut. Und wir warten weiter darauf, dass wir die nächsten Alien-Artefakte haben, denn dann können wir die ganze Produktivität unserer Fabrik hochfahren, um damit besser forschen zu können. Hätten wir auch wieder coole Artefakte hier eigentlich. Was wir hier noch berücksichtigen müssen, ist auch so eine Sache, wo die Aliens herlaufen. Und wie wir die besser anlocken. Das mit dem besser anlocken, das habe ich, da habe ich schon eine Idee. Da könnten wir einfach mal... Wie weit geht denn der hier? Wo ist denn hier überhaupt einer? Da. Wir könnten einfach mal hier vorne den ganzen Bereich schon mal so ein bisschen platt machen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier dafür noch Kisten haben. Ich stelle einfach mal eine Requester-Chest hier hin, das Holz annimmt. Dann müssen die nicht so weit schwirren. Aber da fangen die wieder an, von woanders Holz zu holen, ne? Ich weiß gar nicht, von wo die das holen, weil ich habe das ja eigentlich immer nur im Requester-Chest. Bin mir da gerade gar nicht mal so sicher. Holz. So. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Weil dann können wir nämlich die hier schön anlocken.
Und in der nächsten Folge werden wir dann schauen, ob wir unsere Verschmutzung so weit ausbauen, dass wir die Aliens hier regelmäßig anloggen, weil wir müssen langsam mal daran kommen, dass wir unsere Kugeln kriegen. Oder wir müssen in den Kampf mit unserer neuen Weste. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen und bis übermorgen.